Ja, und ich bin's wieder und wir machen das nächste Relegationsspiel von der zweiten und dritten Liga, Jahn Regensburg gegen den Karlsruher Sportclub, und das wieder mit meinem Kumpel. Hi. Hi. Und er übernimmt den KSC, ich übernehme Regensburg, ich nehme immer die schlechteren Mannschaften und gewinne trotzdem, so ist das bei uns. Nein, wir werden heute mal sehen, wie das enden wird im Jahnstadion, das natürlich restlos ausverkauft ist. Und freuen uns dann auf ein spannendes Spiel. Und ja, die Aufstellung haben wir jetzt eigentlich unverändert gelassen. Schweinsteiger stürmt natürlich bei Regensburg. Und ja, gehen wir mal sofort rein ins Spiel. Anstoß mit Regensburg. Und ich muss sagen, ich kenne die Spieler von Regensburg nicht. Ich habe die zweite, dritte Liga nicht so verfolgt. Nur was Preußen Münster, Osnabrück und Bielefeld da so machen. Also eigentlich nur relativ schlechtes, zumindest für deren Verhältnisse eigentlich, aber wir werden mal sehen, was das hier heute wird. Der Karlsruher SC natürlich eigentlich in der besten Ausgangssituation mit dem besten Einzelspielen, aber wir schauen uns mal, was sich daraus so entwickelt. Ja, das letzte Relegationsspiel, beziehungsweise die letzte Relegation, konnte ich ja gewinnen. Mit 13-0 im Hinspiel mit Fortuna Düsseldorf gegen Hertha und dann mit einer 2-1-Niederlage in Berlin. Wir werden sehen, wie das heute wird. Aber ich habe da wieder ein ganz gutes Gefühl. Auch wenn du dich jetzt wieder eingespielt hast. Und ja, werden wir mal schauen. Ja, ja, als Ausrede, dass du Xbox zockst. Ja, ich schieße beim Torwart die Ecken, das ist natürlich so gebräuchlich bei Regensburg. Nein, ich nehme einfach mal diesen Temur und mache zwar eben das Kopfballtor. Da wäre es was gewesen. Also, schon mal Glück hier für den KSC, dass es noch 0-0 steht. Und das Ziel der Karlsruhe ist ja eigentlich nur Hauptsache nicht verlieren in Regensburg. Und dann die Regensburger im Wildparkstadion abschießen. Aber bis jetzt noch keine einzige Aktion der Karlsruher in diesem Spiel. Und jetzt die Chance für Schweinsteiger. Und es gibt keinen Elfmeter. Ja, ja. Wenn Rösler da gefallen wäre, dann hätte es den gegeben, aber nein, so gibt es natürlich hier nicht den Elfmeter. Und Vorteil hier gerade in der Situation für den KSC. Also Regensburg macht hier den frischeren Eindruck, die strahlen schon so ein bisschen was wie Spielfreude aus. Im Gegensatz zu Karlsruhe, die überhaupt bemüht sind, erstmal über die Mittellinie zu kommen. Und so wie das aussieht, wird das erstmal nichts. Und zwar weiter Ball. Ich habe das Gefühl, hier sitzt einer neben mir, der nicht so zufrieden ist, wie das Spiel gerade verläuft. Aber das kann sich ja alles noch ändern, ne? Okay, kann es nicht. Weil Jaschwili sich nicht gegen Neunaber durchsetzen kann. Und Kroos den Ball jetzt ausspielt. Ah, sowas hasse ich auch immer. Da denke ich mir, lass lieber den Gegner den Ball haben, aber Hauptsache keine Einwurfunterbrechung. Übrigens hat Jaschwili 4 Sterne Spezialbewegung. Das heißt, du kannst mit ihm auch Okocha und so machen. Ja. Muss auch schon versuchen, ne? Ja. Vielleicht jetzt mal eine Konterchance und Jaschwili geht da vorbei. Das ist die Chance für Alexander Jaschwili und das ist 1-0, denke ich mir fest. 1-0 für Karlsruhe durch Christian Timm. Natürlich völlig unverdient.
aber war natürlich gut rausgespielt. Und somit geht das auch in Ordnung. Nach 43 Minuten, also kurz vor der Halbzeit, das ist natürlich nicht so gut für den SSV Jahn Regensburg. Aber so ist das nun mal. Da liegt jetzt ein Regensburger verletzt auf dem Spielfeld. Die Regensburger sind zu sozial und spielen den Ball jetzt aus. Und ich hoffe natürlich, dass der KSC ebenso sozial spielt und fair. Und das machen sie. Das ist natürlich Fairplay vom Feinsten. Die Zuschauer applaudieren hier im Stadion. Wir sehen im Hintergrund natürlich, dass die Alpen schon. Regensburg ist auch nicht so weit weg. Und jetzt ist hier Halbzeit. Beide Teams werden unverändert in die zweite Hälfte gehen. Das habe ich jetzt mal so fest. Habe ich jetzt mal so ausgemacht. Und Anstoß für den KSC. Die 1-0 führen und keiner weiß, wie das auch passieren konnte. Aber im Nachhinein muss man sagen, gut, dass der KSC es geschafft hat, in die Relegation zu kommen und nicht Aachen, weil wir nämlich jetzt Feistammel geholt haben und nächste Saison wieder um den Aufstieg mitspielen werden. Während Aachen in der dritten Liga mit Osna, Münster und Arminia Bielefeld rumkrüppeln wird. Schweinsteiger Temu kommt auf nicht an Radar vorbei. Daniel Haas nochmal. Kein Abseits, Christian Timm mit der Chance, und das ist natürlich ein klasse Abschluss. Ganz knapp gekisst. Und so bleibt es erstmal beim Spiel. Und jetzt mal die Chance für Müller. Ich will einfach mal den Torwart überraschen, aber Sumar ist dazwischen. Und es wird die nächste Ecke geben, die ich nicht durch den Torwart schießen werde. Schweinsteiger macht das mal. Und da ist das nächste. Und da gibt es, glaube ich, 11 Meter wegen Handspiel. Jawohl, so ist es. So ist es. Das werde ich wieder nicht mit dem Torwart machen. War natürlich unumstritten. Klares Handspiel. Haben auch in der Wiederholung, die wir nicht eingeblendet haben, gesehen. Und jetzt macht er natürlich nicht rein. Was ist das für eine Chancenauswertung. Ich glaube, du bist einfach ein Elferkiller. Und nichts kann. Und Darren Buckley. Und da ist das 2-0 im Gegenzug durch Yashvili. Nach 62 gespielten Minuten. Und das ist natürlich vollkommen verdient. Wenn man sie vorne nicht reinmacht, kriegt man sie dann hinten eingeschenkt. Aber vielleicht jetzt mal die Konterchance der Regensburger über Temur, und da macht er mal wieder nichts draus. Und das war wieder gut gespielt. Jetzt fangen sich die Regensburger vielleicht noch das dritte Gegentor ein. Karlsruhe hat die Chance, aber Hofmann hält da glänzend. Buckley. Yashvili wieder vorbei, aber legt sich da den Ball ein bisschen zu weit vor. War das Tim? Und jetzt nochmal die Chance zum Anschlusstreffer. Und Temur macht ihn in der 71. Spielminute. Das war natürlich ein klasse Konter. Und ganz Regensburg merkt, dass hier noch was geht. Deswegen wird hier nochmal gewechselt. Und jetzt bringe ich mal irgendeinen Selçuk Alibas, der Ex-Paderborner, bringt hier nochmal offensive Impulse auf, wenn er zentral defensiver Mittelfeldspieler ist. Und du wechselst nochmal. Ja, ist klar, den 70er bringt er dann, ne? Und nach diesem Anschlusstreffer natürlich wieder alles offen hier im Hinspiel. Du weißt schon, dass man dich durch das Mikro trotzdem hört. Und ja, Spili hat jetzt wieder die Chance zum Kontern. Und nach Rainer, wie auch immer der Typ heißt, und dann Hofmann. Macht es ganz schön spannend hier, die Regensburger. Und Radar muss hinten erstmal wieder absichern.
Während hier Tune reinkommt. Mit seinem ersten Ballkontakt. Und Tim und da Uneinstimmigkeiten, aber Hofmann. Heißt er Hofmann oder Hofmann? Klettert den Ball. Das ist natürlich energisch hinter den Ball gegangen, der Karlsruher gerade. Charambulu. Zusammen schon mit Sumare. Nicht mehr lang zu spielen, aber vielleicht nochmal die Chance für Schweinsteiger. Tobias, der Bruder von Sebastian. Ja, von Bastian Schweinsteiger. Und Tune nochmal. Mit der Gelegenheit, und das hat natürlich klasse gemacht, und Hofmann ist natürlich auch sicher. Haas, und dann sehr intelligent und gut verteidigt. Jaschwili bleibt trotz Vorteils Regensburg am Ball und ist nicht abgepfiffen. Und Müller nochmal mit einem richtig guten Pass auf Temu, der jetzt vielleicht nochmal den Konter einfahren könnte. Der es auch macht, auf Schweinsteiger spielt. Schweinsteiger! Scheibenkleister. Das wäre nochmal die Großchance gewesen. Aber Müller kämpft da nochmal. Und dann ist hier aber auch Schluss. Im Relegationshinspiel gewinnt der KSC mit 2:1. Und wir werden jetzt gleich auf das Rückspiel dieser Relegation für euch let's playen. Und dann sehen wir uns jetzt gleich wieder.